Wir haben heute die Freude, Farid Bang auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert ist, es ist alles eine Simulation, aber wunderbar. Farid, kennst du das Wort Speziesismus? Höre ich jetzt zum ersten Mal, aber vielleicht habe ich es irgendwo schon mal gehört. Du weißt ja, was Rassismus ist, oder? Da haben wir es auf Deutsch. Mhm. Wie würdest du Rassismus beschreiben? Schlecht. Okay, warum ist Rassismus schlecht? Was ist das überhaupt? Diskriminierend. Mhm. Und hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn und es ist schlecht. Sexismus genauso, dass man einfach Sexismus sagt, hat auch keinen Sinn, ne? genau, Sexismus ist schlecht, das hat keinen Sinn und man sollte Frauen nicht auf ihr Äußerliches, reduzieren. Richtig? Oder, aber wenn die Frau besser ausschaut, als sie vom Charakter her ist, dann ist es vielleicht für die Frau gut, wenn du sie auf ihr Äußeres erweiterst. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist mir ins Wort gefallen. Genau. Also, wie Monte schon sagte, Frauen sind nicht wie Hunde. Hat er gesagt, Frauen sind nicht wie Hunde? Ich glaube, er hat gesagt, Frauen sind wie Hunde. Aber in vielerlei Hinsicht sind wir wie Tiere und auch wie Hunde. Wir können ja fühlen wie Hunde. Das würde ich jetzt nicht eine Frau als einen Hund bezeichnen. Habe ich ja nicht gemacht. Da, also nicht, du nicht, aber das wäre jetzt zu weit hergeholt. Aber ja, ein Tiervergleich, also... Auf den kommen wir jetzt, den nehme ich dir jetzt einfach mal weg. Rassismus ist schlecht, weil es ist Diskriminierung. Sexismus ist schlecht, weil es ist Diskriminierung. Ein Rassist sagt, oh, das ist ja beispielsweise nur ein Schwarzer, den kann ich als Objekt, als Sklaven verwenden. Ein Sexist sagt, das ist ja nur eine Frau, die kann ich als Sklavin verwenden, als Objekt. Die hat kein Wahlrecht, die gehört dem Mann. Und jetzt kommen wir zum Speziesismus, das ist mein Kernthema. Mhm. Und da siehst du schon, oh, das Wort ist ähnlich aufgebaut. Statt Rasse haben wir hier die Spezies. Du weißt ja, was eine Spezies ist, gell? Mhm. Menschen, Hunde, Schweine, Kühe. Dreibeiner. Genau, genau. Und bei einem Speziesisten sagt er, das ist ja nur ein Tier, das darf ich ins Schlachthaus schicken. So wie wir eben sagen, das ist ja nur ein Schwarzer oder manche, das Rassisten das gesagt haben, den darf ich versklaven, so wie das sehr, sehr lange so war. Und ich weiß, das ist ein harscher Vergleich. Es ist nicht mein Ziel zu sagen, Menschen unterschiedlicher Kulturen sind schlechter oder wenig wert wie Tiere, sondern um Tiere aufzuheben, weil die fühlen ja so wie wir. Das heißt, wenn wir gegen Rassismus sind, verstehst du jetzt, was damit gemeint ist bei Speziesismus, dass wir sagen, Menschen ja, Tiere nein, die haben keine Rechte. Mhm. Ich verstehe, was du sagen willst, ja. Und du würdest wahrscheinlich keine Hunde essen, oder? Ich bin kein Chinese, aber wenn ich Chinese wäre, wahrscheinlich. Es essen nicht nur Chinesen Hunde, das ist auch ein bisschen so ein Vorurteil. Okay. Aber dann verstehst du, hier ist es nicht üblich. War das jetzt rassistisch? Nein, ich bin nicht. Okay. Nein. Cancel. Auf jeden Fall, wir wachsen so damit auf, dass man manche Tiere essen darf und manche Tiere streichelt. Aber das ist ja von Kultur und Land verschieden, ne? Genau. Das heißt, ich glaube, überall werden alle Tiere gegessen. Insgesamt ja, deswegen gibt es ja auch diese primäre Form von Speziesismus, die ich meinte, dass wir prinzipiell mal sagen, der Mensch ist mehr wert als alle anderen Tiere und deswegen dürfen wir uns herausnehmen, sie wie Objekte zu behandeln. Und das finde ich falsch, weil ich finde es auch falsch, unterschiedliche Menschen so schlecht und wie Objekte zu behandeln. Und bei Tieren aber Speziesismus, von wo kommt das Wort? Also das wurde 1980, glaube ich, das erste Mal niedergeschrieben, aber es beschreibt eigentlich nur, wie viele Wortneuerfindungen eine Diskriminierung, die es auch geben würde, selbst wenn man kein Wort dafür hätte. Weil es ist halt wirklich so, du würdest wahrscheinlich kein Menschenfleisch essen, oder? Wenn Menschen dafür zum Schlachthof gegangen sind. Ich nicht, aber zum Beispiel jemand wie, was weiß ich, wer hat das gemacht? Jeffrey Dahmer sah das wahrscheinlich anders. Absolut. Und das finden wir auch nicht okay, denke ich mal. Nee, auf keinen Fall. Ich auch nicht. Und dann müssen wir uns halt die Frage stellen, warum finden wir das bei Tieren okay, aber bei Menschen nicht? Warum man das bei Tieren? Das ist in Kulturen verankert, in allen, also in den wichtigsten Religionsbüchern. Mhm. Zum Beispiel ist das Essen, Fleisch. Kommt auf die Religionen an. Es gibt auch Weltreligionen, die insgesamt sowieso Gewaltfreiheit, tun sie alle, predigen. Ja, aber die Größten haben ja was zum Thema Fleisch, zum Beispiel im Islam bei uns, ist zum Beispiel das Opferfest, da schlachtet man ein Schaf. Richtig. Das ist man kulturell. Man muss aber nicht beim Opferfest, es gibt ja auch vegane Muslime. Ja, man Muslime natürlich, voll. Genau. Das ist aber zum Beispiel jetzt eine Sache, die, das ist eine gute Tat im Islam. Aber kommen wir nochmal drauf zurück, ich habe dich gefragt, warum wir Menschen nicht so behandeln dürfen, aber Tiere schon, und du meinst halt wegen Kultur und Religion. Nein, behandeln dürfen nicht, das Recht nicht, aber es gibt halt zwei Sichten auf die ganze Sache, meiner Meinung nach. Die eine ist, wie du das siehst, dass man sagt, ey, das ist ein Lebewesen und jedes Lebewesen sehe ich gleich. Nein, ne? Tue ich nicht. Okay, oder
Tiere und Menschen sehe ich gleich. Nein, tue ich auch nicht. Was tust du? Gleichberechtigen, das ist ein Unterschied. Okay, das Ja, wollte ich also ja sagen. sie fühlen gleichermaßen, Genau, du bist der leidensfähig Meinung, dann. dass wenn man ein Schwein abschlachtet, sollte man auch einen Mensch abschlachten dürfen. Ich finde, man sollte beides nicht dürfen, aber ja, die Wenn die Logik ist Logik, dann genau. konsistent, genau. Oder kannst du mir einen relevanten Unterschied nennen, eben zwischen Schweinen oder in deiner Religion wahrscheinlich eher Kühe, dass man ihnen jedes Jahr einen Arm in ihren Po stecken darf, um sie schwanger zu machen, ihr Kind wegnehmen darf und sie dann ermorden darf, aber Menschen, Frauen nicht? Wo ist da der Unterschied? Weil das, wenn ich nach diesen Weltbüchern gehe, die ich dir eben gesagt habe, Ja. dann sind Tiere auf der Welt zum Großteil, also gerade eine Kuh oder Rind oder ein Schaf, sind auf der Welt für die Nahrung des Menschen. So habe ich es von klein auf. Aber man kann doch Gewalttaten nicht auf Basis von seinem Glauben Nein, aber du kannst ja begründen. auch nicht jetzt, zum Beispiel, weil jemand vegan oder weil du deine Ansicht bist. Ich bin nicht gegen vegan, ganz im Gegenteil. Ich respektiere das und ich finde das auch gut und ich verstehe deine Ansicht auch voll, ne? Das ist jetzt nicht dahergesagt. Ich verstehe es und ich akzeptiere es, ich respektiere es, ich finde es gut, aber da sind Bräuche, die sind für Menschen viel mehr wert, als vegan zu sein. Aber wir hatten ganz, ganz schreckliche Bräuche, die durch Religionen, die durch Kultur und Traditionen begründet waren. Beispielsweise Genitalverstümmelung von Frauen, beispielsweise eben Sklaverei und Unterdrückung von Menschengruppen. Ja, aber Das das war sind ja teilweise nicht auch in. religiös festgesetzt. Aber das Ja. dürfen wir doch nicht auf Basis von unserem Glauben, und jeder hat einen unterschiedlichen Glauben, deswegen ist das ja so willkürlich, Gewalttaten festsetzen. Um es hier mal ein bisschen übertrieben darzustellen, stell dir mal vor, ich bin eine Religion, die du vielleicht noch nicht kennst, und da steht drin, dass wir Menschen, die eine andere Haarfarbe haben als ich, alle ins Schlachthaus schicken dürfen. Dann würdest du Ja. mir auch sagen, was? Die fühlen genauso, Raffaela. Natürlich, ich Und ich verstehe, sag was dir, du sagst, die aber. Kühe fühlen genauso, Farid. Genau, aber die. Aufgrund der Basis von dieser Religion ist ja, was ich sage, ist, dass die Religion davon, das so den Menschen beigebracht haben, Ja, das. dass die Tiere da, also bestimmte Tiere da sind, um sich davon zu ernähren. Voll. Ich verstehe ja, wie sich das entwickelt hat. Ich bin ja so, dass ich mich auch über die Gründe informiere, warum du auch Tierprodukte isst. Das ist Tradition, dein Umfeld macht das und eben auch Genau. eine religiöse Kulturkomponente. Genau. Aber ich versuche uns gerade auf einer logischen Basis runterzubringen, ob, wenn man das von außen betrachtet, ist das dann ein gutes Argument für einer Kuh die Kehle aufschlitzen? Es ist, guck mal, es sind Bräuche in der Tradition, wenn du das so radikal siehst, wie du es siehst. Natürlich nicht. Nicht. Wenn Okay, also aus deiner Religion ist kein Sicht, Argument nein, für nein, 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 Gewalt. aus deiner Sicht nicht. Aber aus einer Sicht von einem radikalen Muslimen, der zum Ja. Beispiel ein Schaf schlachtet, Ja. den wirst du nicht davon überzeugen. Das ist Teil von seiner Kultur Ja. und der hat keinen, nicht diesen Bezug zu einem Tier wie du. Er sieht das Tier als seine Nahrung. Der sieht da nichts anderes drin. Ich habe so lange, ich verstehe das deswegen, Tiere auch als Nahrung gesehen, weil ich auch so aufgewachsen bin. Das war zwar nicht auf Basis von Religion, obwohl ich in einem christlichen Haushalt aufgewachsen bin, sondern auf Basis von der Tradition. Und das Ja, greift ja genau, auch so. Und genau. es gibt Schlachter, es gibt Vereine sogar von Metzgern, die teilweise auch Das religiöse heißt Metzger waren. schlechter. Entschuldigung, danke, dass du mich korrigierst mit meinem Deutsch. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine Ärztin korrigiert. Ich habe Yes, es geschafft, er hat es Leute. geschafft. Auf Basis von Tradition und Religion so eine Gewalt begründen, würdest du im menschlichen Kontext nicht zur Kenntnis Ich nehmen. Ich bin auch würde. so aufgewachsen, ich verstehe das. Aber selbst das, worauf wollte ich hinaus, selbst Schlächter legen teilweise ihr Handwerk ab, weil sie erkennen, dass das einfach nur Gewalt ist. Ey, ich kann es mir auch vorstellen, dass ein Schlächter, der das macht, den das irgendwann mal zu viel wird. Der da sagt, ey, ich habe dann die Empathie dazu zu den Tieren, ne? Aber ich, ohne ein Tier bewusst abwerten zu wollen, Doch, mein tust du. Bewusstsein ist einfach so, dass ein Tier da ist, um gegessen zu Dein werden. Bewusstsein, spätestens wenn du es aussprichst, kannst du verändern und sagen, oh, das macht keinen Sinn. Das heißt, ab jetzt hast du die Ausrede halt nicht mehr, dass du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast. Du hast mir gerade nochmals als Unterschied genannt, weswegen wir Kühe aufschlitzen dürfen und Menschen nicht, Kultur und Religion. Und ich möchte dich noch einmal fragen, wenn ich das Gleiche beim Menschen anwende, was würdest du mir dann sagen? Ich schlitze jetzt hier irgendeinem Menschen im Raum, dessen Haarfarbe mir nicht gefällt, die Kehle auf, weil es meine Kultur erlaubt. Was würdest du dann machen? Ja, diese Kultur gibt es ja nicht, die du Sagen wir, sagst. theoretisch gesehen.
Ja, wenn's, also die gibt's nicht. Das kann ich dir nicht Farid, theoretisch drehst du sagen. jedes Mal den Fernseher ab, wenn ein Sci-Fi-Film kommt, wo es keine Aliens gibt und dann Nee. verstehst du den nicht und sagst, oh, das gibt's nicht, ich dreh es ab. Nee, dann zieh ich mir rein. Aber Ja, was du genau. Dann sagst, kannst du dir auch das. dieses Gedankenexperiment hier Ja, aber reinziehen. das ist natürlich, würde ich dir sagen, ey, nein. Aber Ey, ich nein. Okay, gut, sehe. dann hast du es gerade beantwortet. Ey, Ja, aber ich nein. sehe ein. Also, du kannst nicht verlangen, dass jeder Mensch Doch. ein Tier gleich wie ein Menschen sieht. Wenn du mir dann das so Natürlich siehst, kann ich das ja, verlangen. hast du eine Mutter? Ja. Wenn du die Wahl hättest, ein Hund stirbt oder Ja. ein Straßenköter oder deine Mutter, was würdest du sagen? Gehen wir mal davon aus, dass ich eine normale Beziehung mit meiner Dass du Mutter die hätte, Wahl dann hast. natürlich meine Mutter. Aber das ist eine ganz andere Frage. Die Frage, die du hier stellen musst, ist nicht, wen rette ich aus dem Feuer. Wenn du nämlich die Möglichkeit hättest, Ja, Hitler oder aber einen Welpen zu retten, dann würdest du wahrscheinlich auch den Welpen und nicht Hitler retten. Das heißt, es liegt definitiv. offensichtlich nicht an der Spezies, sondern mit der Eigenschaften, die die Person einherbringt. Weil die Tiere haben genauso ein Recht, prinzipiell nicht Auch missbraucht zu wenn ich meinen werden. liebsten Hund, wenn ich einen Hund hätte, ich hätte den 20 Jahre Mal und ich länger hätte gelebt. den Genau, aber dann ist es. geliebt. Aber Wenn da dann meine super. Mutter wäre oder meine Schwester oder ein Freund oder was Aber weiß ich. dein ärgster Feind, ein schlimmer Mensch, ein Kinderschänder, Jeffrey Dahmer, da würdest du hundertprozentig eher den Hund retten. Das ist ja der Typ, verdient ja nichts anderes als den Tod. Das sind ja Mörder, Okay, aber wir reden ja. ja von. Ich rede ja jetzt von gleichen. Das Tier, das ich am meisten Ja, liebe. dann würde ich auch den Menschen retten. Dann, Ja, Farid, siehst aber du? das ist ja nicht die Frage, die wir hier stellen. Du Ja, aber stellst das sie. sind ja die ganze Zeit diese Nein, Fragen, wenn du nein, anfängst mit. Farid. Ich habe sie dir auch beantwortet, weil ich kann Gedankenexperimente beantworten. Und das hast du ja vorher auch mit deinem Religionsbeispiel, wo du klipp und klar gesagt hast, im zwischenmenschlichen Kontext würdest du die Ausrede, die du gerade für Mord an Tieren verwendest, absolut nicht gelten lassen. Das heißt, du diskriminierst die Tiere einfach nur, weil sie in der falschen Spezies geboren sind, so wie manche Menschen diskriminiert werden, einfach nur, weil sie in der falschen Hautfarbe geboren werden. Siehst Nein, du das nicht? ich sehe das nicht so, weil ich bin damit aufgewachsen und Ich ein großer auch. Teil der Menschheit und wir leben damit, dass Ja. man, dass die Tiere, also viele Tiere, der Nahrung des Menschen, also die Nahrung Ja, des Menschen sind. ich bin auch so aufgewachsen. Ich kann das verstehen, aber man muss sich dann Und viele davon Tiere emanzipieren. leben genau auch danach. Ich glaube, wenn ich Die durch den Tiere Dschungel leben gehe danach. Ja. und mich die Löwen da sehen, Du die werden bist auch nicht Löwe. sagen, ah, lass den Armen da Farid. weiter. Die werden sagen, boah, da sieht schön Ja. braun gebrannt Ja, aus. okay. Hör mal, das kommt wie ein Du. Medium Well Steak für Ja. mich. Du bist kein Löwe. Nur weil mich in einer Kriegssituation, das ist nämlich dein nächster Fehlschluss hier, ein Mensch angreifen würde, das tut der Löwe ja, um zu überleben, dann darf ich nicht rumgehen und Schlachthäuser bauen, wo ich Menschen reinschicke. Ja? Erstens, du bist kein Löwe, das nennt sich naturalistischer Fehlschluss. Zweitens, er hat die Notwendigkeit im Gegensatz zu dir. Das ist keine Erlaubnis dafür, unschuldige andere Tiere, die dich nicht in der Wildnis oder vielleicht sogar schon Okay, aber angreifen würden, wovon geh lebt auf. denn? Wovon? Was ist ein Löwe? Der isst Fleisch, aber ich kann dich nur nochmal betonen, du brauchst das im Gegensatz zum Löwen nicht. Du Ja, kannst Obst, okay. Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen und Vitamin B12 konsumieren. Also was ist deine Rechtfertigung für Gewalt an Was ist Tieren? okay? Das heißt, der Löwe muss Fleisch essen. Das heißt, so oder so. Das heißt, es gibt Tiere, die Ja, sind auf der Welt, damit der richtig. Löwe die isst. Auf der Welt sind sie nicht. Ich glaube nämlich nicht an einen Schöpfer, der dafür den Löwen seinen Opfer geschaffen hat oder so. Nee, Aber aber das ist eine also andere die. Frage. Was hat der Löwe jetzt mit dir zu tun? Nur weil ein Jeffrey Dahmer Kinder hat, die er vergewaltigt, ist das keine Rechtfertigung für mich, Kinder zu vergewaltigen. Nur weil ein Löwe Tiere in Stücke reißt, kann ich nicht unschuldige Tiere in Stücke reißen. Was ist deine Rechtfertigung, dein guter Grund für Gewalt an Tieren, wenn du es gesundheitlich nicht brauchst? Es geht mir nicht um die Gewalt an Tieren. Es ist Also, Gewalt an Tieren. ja, aber es ist ja nicht der Grund dafür. Also, das heißt, wenn ich Medizin studieren will, habe ich auch Sport in der Schule und ich will kein Sportler werden. Das heißt, Okay. ich will Aber warum? Arzt werden, aber habe trotzdem Sportunterricht. Lass es mich nochmal umformulieren. Warum bist du nicht vegan? Was ist deine Rechtfertigung dafür? Was ist deine Begründung dafür? Dass ich nicht vegan bin. Ja. Also zum einen ist das, dass ich, also ich habe schon, ich will nicht sagen mit den Gedanken gespielt, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil das immer viele Leute sind, die damit, weil das gerade so im Trend, kann man sagen, im Trend ist, habe ich mich schon damit beschäftigt. Aber ich verstehe es auf jeden Fall gesund, aus gesundheitlichen Gründen, finde ich, ist es für mich überzeugender, als wie du es mir sagst. Aber Veganismus ist keine Ernährungsweise, sondern eine Einstellung, dass Tiere, Gegenüber den Tieren, genau, ja. dass sie keine Sklaven sein dürfen, weil so wenig frei wie Menschen anderer Hautfarben, Slaven, Schwarze und so weiter früher waren, so wie wir sie gehandelt haben, machen wir das jetzt mit den Tieren. Und du bist ja gegen Sklaverei, oder? Natürlich. Und sind die Tiere frei?
Die Tiere sind da nicht frei, die werden wahrscheinlich da gleich geschlachtet und dann wird daraus Essen gemacht oder was weiß ich. Aber wenn du den Sachen nachgehst, dann weiß ich nicht. Dann wird ja, also das ist nicht. Ich weiß, es ist eine große Aufgabe, aber darum geht es gerade nicht. Wenn du Es gegen ist ja Sklaverei nur bist, aber dann Tiere vereinfacht. versklavst, dann bist Entschuldigung, du doch. wenn ich dir ins Wort falle. Die werden jetzt da gehalten, die Tiere, aber der Ursprung davon war ja, dass man die Tiere selber erlegt und dann isst. Okay. Da wurden keine Tiere festgehalten, es sei vielleicht Ja. zum Paaren oder um mehr zu machen, aber der Menschheit, der Ursprung vom Tiereessen war wahrscheinlich, da ist einer mit einem Speer, hat ein Tier erlegt, Fell. Aber du bist doch kein Höhlenmensch, Farid. Wir haben uns Ich auch bin. moralisch im Herzen, müssen wir uns auch entwickeln, nicht nur die Technologie. Also, dass ich kein Höhlenmensch bin, das höre ich heute zum ersten Mal von einer Frau. Verstehst du aber trotzdem, weil wir das früher so gemacht haben, um überleben zu müssen, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir jetzt Tiere versklaven? Das heißt, bedeutet, dass wir vegan sein müssen? Ich verstehe dich definitiv und ich gebe dir auch recht und ich finde deine Mission auch gut und ich wünsche dir, dass du so viele Menschen wie möglich überzeugst, Aber ne? das fängt mit dir an. Außer du hast eine gute Begründung, eine Rechtfertigung für Gewalt an Tieren. Ich sehe zum Beispiel eine religiöse Tradition, spirituelle Tradition, sich viel größer als ein Meine Stift. spirituelle Tradition erlaubt es mir, Menschen mit roten Haarfarben zu verbrennen als Hexen. Das ist doch absurd. Das würdest du niemals Das. annehmen im zwischenmenschlichen Nein, Bereich. aber ich sehe auch, ich kann auch nicht ein Tier wie ein Menschen sehen. Ich sehe viele Musst du Menschen auch als nicht. Hunde, Ja. aber nicht Tiere als Menschen. Musst du auch nicht, aber du kannst ihre Leidensfähigkeit gleichberechtigen. Das heißt nicht, dass eine Kuh hinterm Steuer sitzt oder ein Schwein wählen geht, aber dass sie alle gleichermaßen das Recht Es gehen verdient viele haben, Schweine wählen. nicht ermordet zu werden. Ja, das ein Schwein würde ich sowieso nichts antun. Warum dann der Oder nicht Kuh? antun lassen. Warum dann der Kuh? Die Kuh hat genauso ein Recht darauf, von einem heiligen Buch und von vor allem unserem Herzen geschützt zu werden als Person, weil wir anerkennen, dass Kinder, die auf dem gleichen kognitiven Niveau wie eine Kuh sind, ganz frisch geborene Kinder, würden wir niemals sowas antun. Warum dann einer Kuh? Und das auf Basis von Religion, das ist doch einfach Wenn nur du alle krank. Kühe retten willst, bring die Kühe nach Indien und da wird die keiner Das schlachten. stimmt leider nicht. Indien ist mittlerweile ein riesiger Exporter von Rindfleisch. Sie müssen es dann halt über die Grenze bringen und dort die Kühe ermorden. Leder kommt viel aus Indien. Die Milchkühe, die sind lang nicht so heilig, wie das stimmt. Aber wie gesagt, es fängt mit uns an, weil du tust noch nicht mal die Kühe retten, du tust aktiv mehr Schlachthäuser bauen. Du bist für mehr Gewalt an Tieren. Und ich kann dich nur an etwas erinnern, was wir vielleicht als Kinder alle lernen. Kennst du den Spruch, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu? Habe ich schon mal gehört, aber das ist schon ein bisschen was her. Kannst du bestimmt mal einen Rap einbauen? Reimt Ja. sich auch schön. Du würdest nicht gern erleben, dass dir jemand einen Haken in den Mund rammt, oder? Also ich habe schon mal einen Haken neben dem Mund bekommen, aber der war nicht so spitz und hat auch deutlich mehr wehgetan. Würdest du auch nicht gern nochmal erleben, nur weil ein Farid beschließt, deinen Körper zu essen, oder? Also sagen wir mal so, es fühlt sich nicht ganz so schlecht an, vernascht zu werden. Also wenn das die richtige Frau macht, das fühlt sich auch als Mann gut an. Das heißt, wenn ich dich jetzt in ein Hotelzimmer hier mitnehme und dir dann einen Haken in deinen Mund schlage, dann findest du das grandios. Das nicht, aber wenn du mich vernaschst, vielleicht. Ja, ich vernasche dich so, wie du die Tiere vernaschst. Ich schicke dich zum Schlachthaus, steck dich wie die Schweine in eine Gaskammer, wie die Kühe in eine Todesbox, halt dir ein Bolzenschussgerät an deine Stirn, während dein Kälbchen vor dir verblutet. So vernasche ich dich dann. Ich glaube, das wird dir nicht so gut gefallen, Farid. Ich glaube auch nicht. Ja. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, zum Abschluss noch. Das sind deine Opfer, das sind die Kühe in der Milchindustrie, in der Fleischindustrie. Diese Tiere fühlen genauso wie Da, mit dem wir. anderen habe ich aber nichts zu tun, Haram. Warum ist das Haram und das nicht? In meinen Weißt Augen ist jede Form von Gewalt an fühlenden Tieren, an fühlenden Kindern, das sind Kinder in anderen Formen und Farben Haram. Wir alle bluten in derselben Farbe, solltest du vor allem aus Rap-Kulturkreisen kennen. Die Okay. Tiere bluten auch in welcher Farbe, Farid? Rot. Genau. Und das ist eine Metapher dafür, dass wir alle gleichermaßen fühlende Individuen sind. Deswegen fordere ich weiterhin Menschenrechte für Tiere. Deine Position ist aktuell, dass deine Religion es erlaubt, Tieren ihr Grundrecht darauf zu nehmen, nicht versklavt zu Religion und werden. Kultur, du Das das. ist das Gleiche. Aber es muss doch, guck mal, ich will dir was erklären, ne? Kultur, Religion, Tradition, das ist was, das Einzige, was deine Blutlinie dir hinterlässt.
Und das ist doch nicht unbedingt was Negatives oder irgendwas. Vielleicht ist es eine Tradition, dass eine Familie immer an einem bestimmten Tag gemeinsam ein Hähnchen essen zum Ja, Beispiel. und früher haben sie gemeinsam ihren Sklaven geschlagen. Das war ihre Kultur. Dann haben sie die Nein, Sklaven weitervererbt. nein, Doch, das sie waren sogar ist, an die Familie gebunden. Das würdest du ja, im zwischenmenschlichen Bereich das ist niemals doch natürlich, da akzeptieren. sprechen wir uns so alle gegen aus, gegen Nein, Sklaverei. an Keiner Menschen, warum nicht an Tieren? findet Sklaverei gut. Ich An will Tieren findest du es anscheinend so gut, dass du dafür zahlst, Farid. ich finde auch andere Sachen gut, wofür ich zahle. Aber das ist Gewalt mit einem Opfer mit eingebunden. Obwohl du behauptest, dagegen zu sein, unterstützt du es aktiv. Das nennt sich Heuchelei. Ja, was soll ich dir sagen? Wie gesagt, ich verstehe deine Ansicht, ne? Ich respektiere sie und ich will das auch nicht. Ich meine das wirklich ernst. Das ist keine Verarschung. Ich finde das gut. Alle Veganer, die das machen, ich finde das gut, dass ihr das macht und zieht das auch weiterhin durch. Danke für dein Lob, dass wir Tiere nicht versklaven, aber du bist hier das Problem, weil du aktiv Gewalt Einer, an einem der Haustier einen übst. Hund an der Leine hält, was macht der? Ist Das der gibt er den Freiheit? Ich bin nicht dafür, dass Haustiere Ja, nachgezüchtet also. werden, aber das ist keine Rechtfertigung für dich, Ja, Tiere ins einen Schlachthaus zu Hund an der schicken. Leine zu halten, ist ja ein Ich bin Sklavenhalter. nicht, jein, es kommt drauf an, wenn Ja er oder keine nicht? andere Wenn Möglichkeit dich hat, den einer an Hund der sicher Leine, durch wenn die ich mit Straße zu dir führen. auf der Leine rumlaufe, bist Ich habe die Möglichkeit, dass ich nicht vor ein Auto renne. Das hat ein Hund in den meisten Fällen nicht. Dort, wo Hunde frei laufen können, sollten sie frei laufen. Wenn ich einen Hund nur sicherheitshalber mit einer Leine durch die Stadt führen kann, dann werde ich das so tun, damit sich der Hund trotzdem bewegen kann. Und ja, Wohnungs- und Haushunde, die nicht raus können, sind absolut Opfer. Und wenn man Hunde kauft und nachzüchtet, dann ist das Sklaverei. Und ich bin absolut dagegen. Aber das ist trotzdem keine Rechtfertigung dafür, dass du persönlich nicht vegan bist, dass ein paar Leute mit einem Hund durch die Stadt gehen. Ja, weil was, worauf ich hinaus will, ist, Tiere haben viel Nutzen für die Menschen. Der eine Hund ist ein Haustier, der andere ist das. Man muss Das so. ist Sklaverei. Die sind gute Schwarze, die sind schlechte Sklaven. Das hat man Nein, früher mit Menschen du genauso kannst gemacht. nicht einen Hund mit einem schwarzen Menschen Ich kann vergleichen. erstens alles vergleichen. Nein, aber Vergleichen das kann ist man kein sowieso, alles Vergleich. Mit gar gleichsetzen keinem kann man Menschen es kannst du nicht. Alles, ein du hast Tier. Menschen früher genauso behandelt. Ich Das ist ja genau das habe zu der Problem. Zeit der Sklaverei nicht Nein, gelebt. du nicht, aber du lebst jetzt Zeit der Sklaverei der Tiere. Und du, wenn du damals mit deinem gleichen Mindset rangegangen wärst, dann wärst du der erste Mensch gewesen, der nicht von seinen menschlichen Sklaven loslassen Glaube ich möchte. nicht. Das heißt, jeder, Wir der haben ja ein. immer schon gemacht, Kultur und Religion erlaubst. Genau die Nee, gleichen Begründungen hättest du nee, gebracht. nee, Das das. Mindset, das ist ja das, was ich dir am Anfang gezeigt hätte, mit dem Speziesismus. Wenn du gegen Rassismus bist, Unterdrückung, dann ist das ja nichts anderes. Das ist Unterdrückung und Rassismus an den Das, Tieren. die Sklaverei hat auch nichts mit Religion zu tun, weil die. Teilweise. Nee, das wurde in keine Religion wurde das so vorgegeben. Religion, Kultur. Geht nach Afrika und versklavt die Länder. Kultur, Religion, das greift ineinander über. Ja, Das ist das ein ist, gibt es fließender auch in keine Übergang. Und Kultur. sicher gab es religiöse Menschen, die gesagt haben, ja, diese Religionen müssen wir ausrotten und wenn wir schon dabei sind, dann können wir sie auch als Das ist Sklaven was anderes, verwenden. aber in Ja, keine nee. Religion wird gesagt, ey, geht jetzt nach Afrika, Ja. Und wie in sagt man, keinem, jetzt kannst du mich aber, verbessern. ja, kolonialisiert. Aber Genau. in keinem heiligen Buch steht, baut Schlachthäuser, versklavt Tiere. Wenn Nee, es aber das heißt. vegane Christen, Muslime und sonst was gibt, an welches Buch ihr auch immer glauben wollt, es ist keine Rechtfertigung für Gewalt und es gibt keine Ja, Aufforderung aber für du Gewalt siehst in ja, diesen guck mal, Büchern. genauso wie du dafür brennst, das ist dein Veganismus, ne? Sage ich das Ja, richtig? das hast du richtig Das gesagt. ist deine Berufung. Du hast mir eben erzählt, du warst Ärztin und du hast das dafür aufgegeben. So eine, wie lange hast du Medizin studiert? 6 Jahre. 6 Jahre. Das ist etwas, was nicht jeder das Zeug und das Grips, den Grips dazu hat. Du hast echt was geschafft, wofür Leute brennen. Und du hast das aufgegeben hierfür. Das ist für dich dein, wie sagt man, Der Sinn des Lebens. deine Berufung. Das ist deine Berufung. Arzt ist natürlich auch eine Berufung, aber die Tiere haben es dir so angetan, dass das deine Berufung ist und du bist so davon überzeugt und von deiner Mission. Und das respektiere ich und ich verstehe das. Das ist jetzt nicht, dass ich hier sitze und sage, ey, ist die Alte bekloppt, was erzählt ihr mir hier? Von Tieren oder das. Aber genau wie du davon überzeugt bist, ist ein anderer Mensch von seiner Religion Ja, überzeugt. habe ich schon verstanden. Vielleicht auch noch überzeugter als du, musst du dir vorstellen. Und der kämpft und der hat seine Philosophie so wie es ist. Wenn alle Menschen, jeden Menschen den anderen überzeugen könnte, dann gäbe es auf der Welt nur eine Religion. Weil einer wird rumlaufen, der wird dich überzeugen, der wird den, der wird den, der wird uns alle überzeugen. Und wir werden alle eine Tja. Religion. Aber wir haben eine Denkfreiheit und für dich ist deine Art und Weise richtig.
Aber leider ist das Leben nicht immer so, dass man sich sagen kann, ey, ich denke so, warum denkt der nicht so? Wenn das Leben so wäre, da wären wir jetzt alle hier an der Wiese Händchen am Halten und am Tanzen und am Lachen und würden wir danach Salat Farid, essen. ich muss dich gar nicht mehr davon überzeugen, dass Tierquälerei falsch ist, weil du bist gegen Tierquälerei. Definitiv. Deswegen bin ich nicht hier, um dir eine neue Religion zu ergeben, Nein, es sondern geht auch deine nicht. Handlungen an dein Herz anzupassen. Wenn du dagegen bist, dass jemand für Freude einen Hund anzündet, dann musst du auch dagegen sein, dass jemand für Freude eine Kuh von ihrem Kälbchen trennt und ins Schlachthaus schickt. Weil gesundheitlich glaubst du doch nicht, dass es notwendig ist, Tierprodukte zu essen beispielsweise. Ich glaube zum Beispiel, dass Fisch zum Beispiel sehr, sehr gesund Aber ist. brauchst du es, um gesund zu sein? Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen, du warst Ärztin. Also gesundheitlich betrachtet gibt es keinen Nährstoff, den man nur in Fleisch und Tierprodukten finden kann. Man kann prinzipiell alle Nährstoffe aus Pflanzen bekommen, weil die Tiere kriegen ihre Nährstoffe ja auch nur aus den Pflanzen, die sie Wo gibt es essen. Omega-3? In welcher Pflanze? Beispielsweise Leinöl oder so. Also Leinöl und Algenöl ist recht. Und man kann es immer noch biochemisch herstellen und als Tabletten einnehmen und diese Verhältnisse. Ja, aber biochemisch ist es auch jetzt Vitamin nicht. B12. Vitamin B12 kriegen diese Tiere, die du konsumierst, alle Hammer, da haust du dir am 98% Tag in den 20 Tierindustrien Tabletten beigefügt. rein, Nein. bis die Es, 30 die selbst, Niere schau mal, Farid, bevor ich dich und fällig. deine Familie ins Schlachthaus schicke, würde ich 50 Tabletten am Tag nehmen. Du brauchst einen essentiellen Nährstoff, den du zuführen musst, und das ist Vitamin B12. Ansonsten sogar das Omega-3 kannst du, wie gesagt, durch andere Quellen bekommen, ohne es als schlimme Tablette einzunehmen. Wobei du ja jeden Tag, du hast gerade vorher Cola getrunken, das ist ja auch böse Chemie. In den meisten Monster Energy Drinks sind mehrere Nahrungsergänzungsmittel drinnen, unter anderem auch Vitamin B12. Da schaust du auch nicht jedes Mal, oh, das ist furchtbar. Das ist halt einfach eine Gewöhnungssache. Und Da hast du recht. wahrscheinlich machst du Sport, trinkst Proteinshakes, Wie Kreatin, kommst du darauf, dass ich Sport mache? Stirnacken. Ah. Also, da haben wir dann plötzlich kein Problem, aber wenn es darum geht, dass wir uns von unserem heiligen männlichen Steak trennen, das ist schwach und unmännlich, ein schwaches Tier zu quälen, sein Leben lang einzusperren, in den Kopf zu schießen, selbst wenn es frei ist, Ja, du aber die bist doch schon nicht Menschheit dahinter. funktioniert ja nicht, wenn du jetzt Aber hier ich die rede gerade nicht Tiere. mit der ganzen Menschheit, sondern mit einem Menschen, Ja, an aber ich dessen will dir Herz ich sagen, glaube. ich finde das gut, danke dir. Das bedeutet mir was, dass du so siehst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt die Tiere hier am Feld, jetzt in die Stadt frei rumlaufen lässt, du siehst ja hier, wenn du hier vor kurzem war, du hier ein Bär am Rumlaufen, die Leute trauen sich schon nicht raus, die Menschen. Okay. Weil die, oder? War doch so, oder? Ja. Ein Löwe, das ist ja kein Aber Zustand. das ist ja kein Grund dafür, Dann sind wir Steaks ja zu wieder im essen. Mittelalter. Du hast ja vorhin gesagt, Farid, diese Tiere, die gibt's ja alle Dann sind nur. wir ja, wenn wir hier die Tiere hier rumlaufen, dann sind wir ja im Mittelalter. Die müssen ja irgendwo gehalten werden. Aber die müsst es alle nicht geben, weil die gibt es ja alle nur in diesen fast schon Konzentrationsanstalten, weil Menschen wie du Tierprodukte kaufen, werden die nachgezüchtet, werden die sexuell ausgebeutet, penetriert, mehr von ihnen gemacht, wieder den gleichen Zyklus der Gewalt, Versklavung, Kehle Ja, aufgeschlitzt. aber du Das kannst halt nicht auch jetzt, das ist der komplett falsche Vergleich und auch die falsche Wortwahl. Nein. Das kannst du so nicht sagen. Das ist Doch. nicht Ding. Tier kannst du nicht mit Menschen gleichsetzen. Das hatten wir jetzt schon mehrfach. Darauf Das werde ich ist jetzt nicht wirklich, nochmal wenn du eingehen. das Ich habe machst, es dann hast du ja nicht das gleichgesetzt. Mittelalter. Ich Dann habe ist, was gleichberechtigt. passiert, wenn jetzt hier Bären, Ja. Schlangen, Oh, Pferde, das Farid. hör mal, dann sind wir hier wie Ich bei weiß nicht, wie viele Herr der Schlachthäuser mit Ringe. Bären und Schlangen du Fehlt nur noch, kennst, aber gut. wie heißt Mordor, diese Ja. Mordor, der Ring und das Gut. fehlt hier nur Wenn du noch. gegen Tierquälerei bist und du Ja. weißt, dass das Unterstützen von Tierprodukten jeglicher Form, auch von Make-up, Zoos, Leder, Gewalt und Quälerei an Tieren bedeutet, dann brauchst du dafür eine Rechtfertigung oder du bist ein Heuchler. Was soll's sein? Ich brauche Ochsenhormone. Danke, ich hoffe, ihr habt verstanden. Tiere fühlen wie Menschen. Wenn ihr gegen Rassismus seid, dann müsst ihr gegen Speziesismus sein. Wer für Menschenrechte ist, muss für Tierrechte sein und dementsprechend vegan leben. Alles andere ist gewalttätige Heuchelei. Leute, seid vegan, wenn ihr auf Fleisch verzichten könnt und es euch einfach fällt oder auch auf Fisch oder auf andere Sachen von Lebewesen, verzichtet drauf und probiert es vielleicht mal. Vielleicht wird euch das Ganze schmackhaft. Ihr seid trotzdem keine Rassisten, ihr seid trotzdem nicht gegen irgendwelche anderen Sachen, aber probiert es vielleicht. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal vegan und komme dann nochmal hier hin und sage, ey, du hast mir so viel, das hat mir so zu denken gegeben. Ich bin jetzt vegan, aber nichtsdestotrotz bin ich kein Rassist. In diesem Sinne, vielen Dank, Raffaella, hat mich trotzdem gefreut. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deiner Mission und ich hoffe, dass du
Menschen dazu davon begeistern kannst. Farid, das sind leere Worte, wenn du es selbst nicht machst. Selbst wenn es euch nicht einfach fällt, ist es keine Rechtfertigung, es nicht zu machen. Es ist die ethische Nulllinie, der moralische Imperativ, die Tiere nicht zu versklaven. Vielen Dank.